Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herzliche Ball zum Heiligen Abend. Jetzt ist aber noch nicht der Heilige Abend. Es ist 21.05 Uhr am Samstagabend. Und ich schaue staunend auf mein Weihnachtsgeschenk der Firma Brillux. Kennt ihr alle? Lacke und Farben. Wir haben ja da eine Zeit lang eine Sendung gemacht. Der Matthias, der Heiko und der Uli. Wegen des großen Erfolges in die Dose gesteckt. Gibt es nächstes Jahr leider nicht mehr. Ich werde das vergessen. Waren immer schöne Montagabende. So, was soll ich sagen? Ich habe gerade Premier League geguckt und endlich weiß ich, warum die das doppelte Geld kriegen vom Fernsehen. Weil es war alles doppelt so schnell wie in der Bundesliga, hatte ich den Eindruck. Liverpool gegen Arsenal London, halbwegs gerechtes 1:1. Tolles Publikum. Keiner, der mit so einer Tröte die ganze Zeit mit einem Megafon die Leute irgendwie animiert hat, anzufeuern. Das kam von sich aus dem Bauch des Fußballs heraus. Das war großartig. Da wurde auch mal gesungen, aber da hat keiner vorgesungen, sondern die fingen alle an, gemeinsam zu singen. Saßen 2 Meter vom Spielfeldrand entfernt, hinter den Toren. Keiner trug erstaunlicherweise eine Maske, keine Pyrotechnik. Ich war ja ganz enttäuscht. Mir hat ja alles Mögliche gefehlt, weil mir schreibt immer einer, Pyrotechnik gehört zum Fußball. Offensichtlich nicht im Mutterland des Fußballs. Sehr merkwürdig. War ein schönes Spiel, hochinteressant und wirklich irres Tempo. Anders kann man es nicht sagen. Und Jürgen Klopp am Spielfeldrand, so wie wir ihn kennen. Hoppla, ich muss das nochmal fein justieren. Ja, also das hat Spaß gemacht, da zuzuschauen. Allerdings gibt's auch gleich zu, die Preise, die Eintrittspreise in der Premier League sind deutlich höher als bei uns. Vielleicht liegt's daran, dass niemand eine Maske trägt, weiß ich nicht. So, dann ein Weihnachtsgeschenk. Für ein Kölner Kind oder für ein Kind, das sich für Fußball interessiert, seht bitte selbst, es packt das Paket aus und dann das. Das ist die Reaktion. Aber die Erwachsenen, fies, und das am Heiligabend, sowas macht man doch nicht. Pfui bah, friedliches Weihnachtsfest. Vanessa Mai singt in Fußballstadien. Überhaupt muss man sagen, in ganz vielen Fußballstadien gab es ja ein Weihnachtssingen, in Dortmund auch. Da waren aber nur 3 Spieler, ich weiß nicht warum, vielleicht können die nicht singen. Fußballspielen können sie auch nicht besonders gut im Moment, aber waren nur 3 zum Weihnachtssingen. Vanessa Mai war der Stargast in Kaiserslautern. Bitte mal ganz kurzer Eindruck. Stimmungsvoll ist das ja schon. Erfunden wurde das, glaube ich, bei Union Berlin. Und jetzt machen es alle nach, weil man, glaube ich, auch damit ein bisschen Geld verdienen kann. Es geht ja immer um das liebe Geld. Ach so, es geht um Weihnachten. Na dann, habe ich das jetzt auch nicht behauptet. Kleiner Hinweis, Legendenspiel am 13. Juli, 24, haben wir ja bald, also 24, im Sauerland, Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ich werde am Spielfeldrand stehen und das Ganze ein bisschen begleiten. Jetzt schon ausverkauft. Ich weiß nicht, wie viele Karten die haben, wie viele Zuschauer in das Stadion passen, wenn man Stadion sagen kann. Aber jetzt schon kommt die Meldung, ausverkauft. Ich finde das sehr bemerkenswert. Also die alten Herren von Borussia Dortmund und Schalke 04, den einen oder anderen kennt man aber, treffen da aufeinander. Und ich kann es jetzt schon sagen, in aller Freundschaft. Obwohl die sich immer ein bisschen zanken. Aber das gehört beim Fußball vielleicht auch dazu. So, das waren die Gedanken zum Heiligabend. Aber selbstverständlich gibt es dann am ersten Weihnachtsfeiertag auch eine Ausgabe von Herz, Seele, Ball. In diesem Sinne. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.